So, heute geht es weiter mit dem Schriftzug von dem Hohm. Wir hatten ja das H schon gefaltet. Heute kommt also das Herz dran. Das soll nachher so aussehen. Und weiter geht's. So, das H ist ja schon in dem Buch jetzt gefaltet. Jetzt habe ich ja meine Ecke hier wieder umgeknickt. Das mache ich ja immer, damit ich das einlegen kann im Buch. Und dann geht es weiter mit dem Herzen. Das Herz ist eigentlich ganz einfach zu falten, weil es ja nur hoch und runter ist. Also oben und unten. Es wird immer nur diese schwarze gefaltet, also bis dahin und bis dahin. Und eine dieser Reihe ist eine Buchseite, also es wird immer weiter geschoben. Ich klappe jetzt hier um, bis zum schwarzen Nicken. Unten genau dasselbe. Umknicken, weiterschieben. Schön anlegen, dass es auch gerade ist. Oben bis zum schwarzen. Und unten. Und weiterlegen. Schön gerade wieder an den Rand des Buches. Oben und unten. Wer das noch nicht kann, diese Vorlagen gibt es kostenlos teilweise bei orime.de. Da kann man sich erstmal kostenlos anmelden und schauen, ob einem das gefällt. Und wenn ihr sagt, das gefällt mir so gut, ich brauche mehr, dann könnt ihr euch eine Vollversion runterladen, die dann allerdings etwas kostet. Aber ich habe die Vollversion und ich möchte die nicht mehr missen. Ich finde es genial. Man kann sich bei der Vollversion zum Beispiel auch selber Vorlagen erstellen. Und bei dem Herz ist es immer oben unten Faltung. Immer eine Reihe weiterschieben. Eine Buchseite ist eine Reihe hier auf dem ausgedruckten Zettel. Und weiterschieben. Ich habe jetzt hier ein Taschenbuch genommen, weil das zu Vorführzwecken ist. Da kann die Gefahr bestehen, dass das nachher nicht steht. Ihr solltet eigentlich, wenn es geht, ein Buch mit einem festen Deckel nehmen. Aber wir schauen mal, wenn das Buch fertig ist, ob das steht. Ich habe schon mal eins gemacht, da habe ich Glück gehabt bei einem Taschenbuch, das hat gestanden. Immer schön eine Reihe weiterschieben. Das darf man nicht vergessen. Oben bis zum schwarzen Knicken und unten bis zum schwarzen Knicken.
Hier bei dem Herzen, finde ich, gibt es nicht so viel zu erzählen, was man beachten muss, weil das eben immer die gleiche Faltung ist, oben und unten. Wichtig ist, dass ihr wirklich immer eine Buchseite für eine Reihe verwendet. Also immer nach einer gefalteten Seite weiterschieben und die nächste Seite knicken. Immer oben bis zum schwarzen und unten bis zur schwarzen Linie. Ihr könnt euch nicht verschieben, weil die Seitenzahlen da ja mit drauf sind. Falls ihr mal aufhört oder durcheinander kommt, könnt ihr euch dann nachher immer richten. Immer weiter. Ich habe das ja am runden Ei, damit das schön gerade bleibt. Ich kann das jetzt zum Beispiel nicht weiter einschieben. Ich werde jetzt das wieder abschneiden. Das mache ich ja immer, wenn ich das nicht weiter reinschieben kann. So, dann lege ich das wieder an und kann weitermachen. Mal schön an die Blattkante ranlegen, bis zum schwarzen halten, knicken, unten das gleiche. Eine Seite hat immer zwei Knicke, einmal unten, einmal oben. Also die Ecke von unten hochgezogen, die Ecke von oben runtergezogen, so dass immer zwei Faltungen auf einer Seite sind. Und dann wird die nächste Reihe gefaltet. Schön gerade anlegen.
bis zum Schwarzen. Ihr seht, es geht da in der Mitte ein bisschen nach unten. Bis dahin müsst ihr das dann auch hinlegen. Damit diese Herzform dann auch entsteht. In der Mitte des Herzes. Ihr seht, das geht also relativ leicht, das Herz. Es geht andersrum wieder zurück. Immer wieder zurück auf eine Faltung. Ist eine Reihe auf dem Blatt. Immer bis zum Schwarzen. Das Herz hatte ich auch schon mal in einem anderen Video erklärt. Das ist also nicht so schwer, finde ich, zu falten, weil da ja nur zwei Faltungen sind. Die oben und die untere. Das Wichtigste ist nur, dass ihr immer bedenkt, eine Reihe ist eine Faltung. Und eine Seite wird auch nur zweimal gefaltet. Einmal die untere Ecke und einmal die obere Ecke. Immer eine Reihe weiter schieben. Und oben und unten. Eine Reihe weiter schieben. Oben bis zum Schwarzen knicken. Und unten knicken.
Oben knicken und unten knicken. Da habe ich mich jetzt vertan. Ich war schon hier. Das merkt man aber sofort, weil die Faltung da nicht hinkommt mit dem anderen, wenn das mal alles dahin schlägt. Ihr seht, da habe ich nicht richtig aufgepasst, auf welcher Seite ich war. Aber man merkt es sofort an diesen Abständen hier, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Dann schaut man eben nochmal nach, was da schief gelaufen ist und kann das ja gleich wieder ausbügeln. Ausbügeln nicht mit dem Bügeleisen, sondern mit einer neuen Faltung. Jetzt bin ich gleich wieder da angelangt, dass ich das nicht weiter reinschieben kann. Also schneide ich mir wieder ein Stück ab. So, ich schneide mir wieder ein Stückchen ab, damit ich das wieder vernünftig reinschieben kann. Ich hake das hier unten immer ein, damit mir das nicht verrutscht, dass ich die Buchstaben und das, oder was ich jetzt wie beim Herz falte, immer in der gleichen Höhe im Buch habe. Ich kann euch auch immer wieder nur sagen, ich kann euch das zeigen, wie ich das falte. Es gibt bestimmt Leute, die das anders falten. Aber man kann ja immer Videos oder so etwas erklären, nur immer anhand, wie man es selber macht. Ihr dürft auch gerne den Dominik Meissner anschreiben. Der wird euch das erklären, weil dem gehört dieses Orime-Programm. Der wird euch auch viel erklären können. Wenn irgendwas ganz Kniffliges ist, was ihr gar nicht rauskriegt, schreibt ihn einfach an. Der ist auch bei Facebook. Denn der kennt sein Programm ja besser als ich. Wenn da irgendetwas ist, was beantwortet werden muss, wird er euch sicher helfen. Also wendet euch auch an Dominik Meissner. So, seht ihr, jetzt ist das Herz schon gleich fertig. Dann habt ihr schon mal das zweite Element in eurem Buch fertig. Das wäre ja erst das H, als das O kommt das Herz. Immer bis zum Schwarzen, wenn es kleiner wird, das Schwarze natürlich auch immer bis zum Schwarzen. Eine Reihe ist eine Seite im Buch.
eine Seite hat zwei Knicke. Einmal die untere Ecke und einmal die obere Ecke. So, ich habe jetzt den letzten Knick bei dem Herzen. Dann ist das auch fertig. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem nächsten Buchstaben. So, ich zeige euch das jetzt mal. Jetzt sieht das schon mal so aus. Nachher müsst ihr euch das hinstellen und aufgehen lassen. Es steht im Moment auch dieses Buch. Wir werden sehen, ob das nachher auch steht, wenn wir es fertig gefaltet haben. Aber ich denke mal ja. Wenn nein, könnte man hinten dies und vorne das noch mit Pappe verstärken, damit das dann steht. Und jetzt seht ihr erstmal, dass wir heute schon mal das Herz von dem Home gemacht haben. Im nächsten Video geht es dann weiter. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.